Hallo. Ja, guten Tag. Haben Sie einen PC bestellt? Moin, ich habe PC bestellt. Ja. Ich bin so gehypt, ne? Ja, du hast mich ja auf Instagram angeschrieben und hast gesagt, so dein Rechner macht Probleme. CPU? 100 Grad. Irgendwann bin ich gestartet und alles war rot. Okay, für den Kontext gehen wir mal 4 Monate zurück in der Zeit. Jetzt kommt aber mein Riesenproblem mit seinem neuen Rechner, und zwar das Gehäuse. Dieses Case ist einfach mal uralt. Wenn ich mir das so ansehe, dann mache ich mir schon irgendwie Sorgen um den Airflow in dem Case. Damals haben wir uns in der 213. Folge Kreative Fragen den Gaming-PC von Avive HD angesehen, und an für sich fand ich die Konfiguration grundlegend okay. Allerdings habe ich bei einigen Dingen gesehen, dass das kritisch werden könnte. Und dann hat mich Avive auf Instagram angeschrieben und gesagt, ja, du hattest recht, mein PC ist ein Gewächshaus. Deshalb habe ich ihm einen neuen Rechner gebaut und den schauen wir uns heute mal an. Dieses Video wird euch präsentiert von iFixit, denn wenn ich Gaming-PCs baue, dann möchte ich auf das Werkzeug von iFixit nicht mehr verzichten. Passend dazu feiert iFixit momentan sogar 10-jähriges Jubiläum, und das beschert euch einen 10%igen Rabatt auf alle Werkzeuge über 10 Tage vom 17.06.2023 bis zum 27.06.2023. Ich nutze bei den ganzen PC-Builds immer das Makro Precision Bitset, weil es da wirklich Bits für alles Mögliche gibt, und es ist auch egal, für welche Produkte ihr Werkzeug für eine Reparatur sucht. Bei iFixit werdet ihr es mit ziemlicher Sicherheit finden, denn die haben sich zur Aufgabe gemacht, elektronische Geräte langlebiger zu machen. Wenn ihr also was braucht, überlegt es euch am besten bald, denn der 10% Rabatt gilt noch bis zum 27.06. Link ist in der Videobeschreibung. Ganz kurz nochmal zur Erinnerung. Bei Avives PC habe ich grundlegend 2 Probleme gesehen, denn erstens hat er damals eine Intel-CPU, die in seinem Rechner übrigens ein 12900K war, mit einem Luftkühler gekühlt. Und ja, der Noctua NHD 15 ist einer der besten Luftkühler, die es da draußen gibt. Allerdings resigniert auch der, wenn ein 12900K mal wirklich voll ausgelastet ist. Und das zweite Problem war sein Case. Denn das Corsair Crystal 270X war damals voll in Ordnung, als Hardware noch nicht so eine hohe Abwärme hatte, aber ein High-End-Gaming-Rechner ohne Airflow-Case ist heute eigentlich undenkbar. Mein Tipp war also, er wird hohe CPU-Temperaturen gehabt haben, denn er hat von Microstutter-Effekten und enormer Hitze gesprochen. Ich habe sogar vermutet, dass die Grafikkartentemperaturen okay sein dürften. Und ob ich mit der Vermutung richtig lag, das sehen wir uns gleich auch nochmal an, denn wir haben es bei ihm getestet. Er hat mir also gesagt, seine CPU war ein Intel Core i9 12900K. Man hätte die weiterverwenden können, da sein Plan allerdings ohnehin der war, den zweiten Rechner auch als Zweit-PC zu verwenden, habe ich ihm direkt einen 13900K verbaut. Dass das jetzt kein massives Upgrade ist, das dürfte eigentlich jedem klar sein, aber die Intel CPU ist in dem Fall eine solide Wahl, wenn man eben auch mehr als nur Gaming mit seinem PC betreibt, gerade durch die Hybridarchitektur und die vielen Kerne. Und genau die gilt es anständig zu kühlen, da kommen wir aber gleich drauf. Denn er hatte sich damals ein Z690 Force von MSI gekauft. Ich habe ihm allerdings ein Aorus Z790 Master besorgt, weil er schon eine Gigabyte RTX 4090 hatte und ich es einfach ein bisschen cooler finde, wenn Mainboard und GPU vom gleichen Hersteller kommen. Allein schon wegen der Software, und mit dem Mainboard hat er auch ein massives Upgrade. Das Teil hat alles, was man sich nur wünschen kann, ist mit der Spannungsversorgung auch bestens geeignet für die CPU, die hier übrigens von einer Corsair IQ H150i Elite Capellix XT gekühlt wird. Corsair, denkt euch mal andere Namen aus. Ein Punkt war Lautstärke, denn er hat sich beklagt, dass die Pumpe in seinem vorherigen Rechner deutlich hörbar war. Eines kann ich euch aber aus Erfahrung sagen, das wird bei der AIO definitiv nicht der Fall sein. Und beim Speicher hat er ein Upgrade gebraucht, denn er sagte mir, dass er sich damals DDR5 als Early Adapter geholt hat. Das war ein Corsair Vengeance 64 GB Quad-Kit, allerdings mit 4800 MHz, extrem langsam, weshalb er von mir hier ein 6000 MHz Corsair Vengeance RGB Dual-Kit bekommen hat. Der Grund ist einfach, dass der RAM wesentlich stabiler laufen wird mit nur 2 RAM-Sticks, und die 64 GB sind auch mehr als ausreichend für alles, was er machen will. Im Zweifel könnte er den RAM sogar nochmal upgraden, weil er eben 2 Slots frei hat, was ich aber nicht unbedingt empfehlen würde. Aber er hat damals wirklich unnötigerweise wahrscheinlich richtig viel Geld für so ein richtig langsames DDR5-Kit ausgegeben. Da er allerdings seinen alten Rechner auch noch als Zweit-PC verwenden wollte, brauchten wir noch ein neues Netzteil, weshalb ich ihm da ein Corsair RMX Shift RM1200X besorgt habe. 1200 Watt ist für das System mehr als nur ausreichend. Mir war dabei aber wichtig, dass wenn er mal ein Upgrade macht, es ihm so simpel wie möglich gemacht wird. Und da dieses Netzteil die Anschlüsse an der Seite platziert hat, ist das hier natürlich auch super einfach. Wenn er also zusätzliche Kabel braucht, dann muss er hier
mir nicht das Netzteil ausbauen, sondern kann die einfach anstecken. Zusätzlich bekommt er von mir aber noch ein Pro-Cable-Kit, weil das einfach ein bisschen cleaner aussieht. Denn gerade dieser 3x8-Pin auf 12-Volt High-Power-Adapter hat mich bei seinem System irgendwie gestört. Und zuletzt dann das mit Abstand wichtigste, das Gehäuse. Da war es mir enorm wichtig, dass das einen guten Airflow liefert und ihm auch gefällt. Und wisst ihr, was er gesagt hat, als wir im Gespräch waren? Dass ihm besonders mein eigener PC sehr gut gefällt. Ich selbst habe einen Corsair IQ 5000T RGB und genau das habe ich dann auch für seinen PC genommen. Das Innenleben ist eigentlich das Typische von einem Corsair 5000D. Was dieses Case aber herausstechen lässt, sind die RGB-Stripes an den Seiten, die leicht rundlichen Formen und dann haben wir auch noch in der Front sehr feines Mesh, was dann im Gegensatz zu seinem alten Case für einen sehr guten Airflow sorgen wird. Und das habe ich dann einmal voll ausgestattet mit den Corsair QL RGB-Lüftern. Leider sind die neuen QX-Lüfter und das ganze IQ-Ökosystem noch nicht verfügbar, sonst hätte ich ihm liebend gerne damit was gebaut. Aber gerade die Lüfter fand Avive wirklich gut. Ich weiß, performance-technisch gibt es da Besseres, die reichen aber für das System hier völlig aus. Und die Grafikkarte, die ihr jetzt in den Aufnahmen hier gesehen habt, die ist nur symbolisch drin, denn eine Grafikkarte, die hat er ja schon. Das ist eine Gigabyte RTX 4090. Für meine Aufnahmen habe ich ihm eine Aorus RTX 4090 verbaut und wie sein neuer Rechner aussieht, ich glaube, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, und mit diesem PC bin ich dann zu Avive gefahren. Wir haben uns dann seinen alten PC angesehen und die Grafikkarte und ein paar SSDs in den neuen eingebaut. Und wie das war, das schauen wir uns jetzt auch mal an. Ja, guten Tag. Haben Sie einen PC bestellt? Moin, ich habe einen PC bestellt. Ja, haben Sie tatsächlich? Ja. Ich bin so gehypt, ne? Ja, du hast mich ja auf Instagram angeschrieben und hast gesagt, so dein Rechner macht Probleme. Ja. Aber schick ist hier auf jeden Fall. Ja, danke, ich kann gleich mal ein Foto geben. Das ist so ein bisschen... Was machst du hier alles in dem Raum? Das sieht, also... Offiziell halt YouTube, ne? Sonst offiziell, ja, hier ist so dunkel und... Gut, machen wir weiter mit dem PC. Okay, alles klar, machen wir lieber weiter mit dem PC. So, also jetzt mal Spaß beiseite. Du hast mich ja damals bei Instagram angeschrieben und hast gesagt, ja, du hast recht. Also ich muss dazu sagen, ich habe mir den ja selber damals zusammengebaut. Ja. Und ja, genau so läuft er auch, ne? Genau so läuft er auch. Ey, aber wichtig ist erstmal, der läuft. Ich finde es cool, dass du deinen PC selbst zusammengebaut hast, weil das machen viele Leute ja nicht. Aber du hast mich angeschrieben, gesagt... Der wird heiß. Der wird richtig heiß. Also es war wirklich, am Anfang lief der tipptopp, aber irgendwann, wenn ich gezockt habe, ich hatte immer Bluescreens oder PC geht einfach aus oder so ganz weirde Sachen. Und dann habe ich deine Reaction gesehen, wo du gesagt hast, hier von wegen, dass halt zu heiß läuft. Ja, und das war halt einfach Fakt. Alter, ich bin ja froh, dass du keine Ansagen gegen mich gemacht hast. Sollen wir vielleicht mal erstmal gucken, was die Ausgangssituation ist und gucken, was das Problem vielleicht, wo das Problem hängt? Ja. Okay, ganz kurz zur Erklärung. Ja. Ich habe dir jetzt drei verschiedene Programme runtergeladen. Okay. Einmal HW Info 64. Mhm. Das ist ein Programm, da kannst du im Prinzip alle wichtigen Metadaten auslesen, was dein PC angeht. Ja. Einmal Cinebench R23. Das haben wir jetzt hier auch schon offen. Und einmal den MSI Afterburner. Da gucken wir später noch beim Gaming mal rein. Du hast jetzt die ehrenvolle Aufgabe, einmal auf den Startknopf bei CPU Multicore zu drücken. Okay. Und wir lassen der Gerät dann einmal durchlaufen. Also, was jetzt hier gerade passiert ist, im Moment wird jetzt ein Bild gerendert, ja? Also im Hintergrund wird jetzt die ganze Zeit ein Bild gerendert und wir sehen jetzt schon CPU 100 Grad. Das ist doch bestimmt gut, oder? Mashallah, ja, das ist auf jeden Fall gut, wenn du Wasser zum Kochen bringen willst. Ja, was wir hier sehen, keine 25.000 Punkte im Cinebench nach 10 Minuten. Das ist erheblich weniger, als die CPU erreichen sollte. Ich blende euch hier mal meine Referenzwerte ein. Und das liegt halt daran, dass sie die ganze Zeit am Throtteln ist. So, und jetzt habe ich dem guten Avive gesagt, er soll doch mal ein Game anmachen. Und wenn der Avive jetzt hier ein bisschen durch die Gegend geht, dann sieht man, wir haben CPU-Temperatur um die 62, 63, 64 Grad. Das ist halt super entspannt.
Das liegt daran, dass die Grafikkarte eben so einen massiven Kühler hat und relativ effizient arbeitet. Das heißt, die wird nicht zu warm. Das ist nicht unser Sorgenkind hier, sondern eher die CPU. Ich habe an der Stelle schon mal was vorbereitet, ja? Du darfst jetzt ein Unboxing von einem großen Gerät machen, ja? Ja, ja. Ist schon ein bisschen größer als dein aktueller. Ja, der ist ja riesig. Ja, der ist im Vergleich ist der schon riesig. Ich muss dazu sagen, ich habe ja so eine Abstimmung auf Instagram gemacht und die Leute gefragt, ob ich die Folie abziehen soll, was ja halt komplett ehrenlos wäre. Das wäre wirklich ehrenlos. Das wäre komplett ehrenlos. Und weißt du was? Meine Community ist einfach komplett ehrenlos. Die haben gesagt, ja, mach. Ja, die haben für Ja abgestimmt. Das ist schade, das ist schade. Das ist einfach schade. Die Menschen werden immer grausamer. Der Moment. Momente. Du darfst es jetzt tun. Wir sind alle mal still. Ja? Let's go. Oh, ja. Und das ist dein neuer Rechner. Beziehungsweise, das ist dein neuer Rechner fast, weil die Grafikkarte hast du ja schon. Genau. Ich habe aber mich dafür entschieden, noch ein paar andere Dinge zu machen. Okay. Du hast damals in deinem Video gesagt, ey, du wolltest keine AIO, weil irgendwie die Pumpe war dir zu laut. Ja? Da habe ich aber festgestellt, deine alte AIO, deine ganz alte AIO, die du hattest, die ist halt so ein scheiß Gerät, wo die Pumpe so laut ist. Die Pumpe von der AIO, die hier verbaut ist, die ist überhaupt nicht laut. So, das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, ich habe gedacht... Das leuchtet auf, ne? Ja, genau. Ich hab halt gedacht, guck mal, du hast halt ein Gigabyte Grafikkarte. Ja. Warum dann nicht auch ein Gigabyte Mainboard? Dass du im Zweifel alles über eine Software, die von Gigabyte machen kannst. Ja. Ja, das ist halt das. Ich habe dir auch neuen RAM mit eingebaut, weil du hast gesagt, du hattest ja nur, ich glaube, ganz langsam 4800er DDR5. Ja. Das, was ich hier verbaut habe, ist ein 64 GB Kit 6000 MHz. Okay. Und vor allem hast du jetzt auch ein sehr, sehr ordentliches Netzteil, ein RM1200X RMX Shift. So, und das Geile ist, ich darf jetzt heute beim PC-Bau zugucken. Der Valve geht jetzt gerade hin und baut da seine 4090 raus. So, der Valve ist gerade mit seiner Hochdruckmaschine über die Grafikkarte gegangen. Wahrscheinlich ja. Hochdruckmaschine, oder? Ja, Hochdruck, Luftdruck, Hochdruck, was auch immer. Ja, und versucht da jetzt gerade den Staub rauszubekommen. Was ich schon mal ausbaut, oder? Ja, warum nicht, ne? So, und der Valve, der hatte hier die beiden SSDs noch in seinem System drin. Die werden wir jetzt umbauen. Ich habe ihm noch eine 1TB MP600 Pro NH verbaut. Und ich habe gesagt, jo, mach du das einfach mal, ne? Easy. Easy, sagt er. Ja, gucken wir mal, wie easy das ist. Der Gerät ab. Und da siehst du, weil dieses Mainboard so viele Lanes hat, hast du auch nochmal Möglichkeiten, ganz viele M.2 SSDs zu installieren. Ja? Und da nimmt man dann erstmal die Folie ab, weil darunter sind Kühlpads. Let's go, ist auch satisfying. Die machst du jetzt im 45-Grad-Winkel ungefähr in den Slot. 43 Grad geht auch noch. Ja, let's go. Und dann halt an dem Schnellverschluss, den musst du einmal aufmachen und dann... So. Kann man hier eigentlich was kaputt machen, wenn man irgendwas anfasst? Nee, ne? Also man sollte die Kontakte eigentlich nicht anfassen, so. Das ist nicht optimal. Jetzt wird der große Klopper verbaut. Jetzt wird's vollendet hier. Das ist wirklich, also mashallah, das ist ein Riesenteil. Ein Riesending. Ja. Wobei die Aorus-Variante, die ist nochmal, glaube ich, ein bisschen größer und die hat ein Display, aber ey, das ist eine schöne Grafikkarte. Kann man nicht anders sagen. Was heißt Display? Kann man da Sachen richtig anzeigen? Noch? Ja, da jetzt bei dir GeForce RTX steht... Ja, da ist ein Display drauf, da kannst du alles mögliche an GIFs und so weiter abspielen. Ja. Du hast deinen Rechner jetzt soweit fertig gebaut. Ja? Ja. Grafikkarte drin, Festplatten bzw. SSDs drin. Ja. Ich würde sagen, wir schließen das Gerät jetzt mal an, knallen da Windows drauf, gucken uns schnell an, was Windows du... Windows ist auf dem Stick. Genau, das habe ich vorher drauf gemacht. Oh. Übrigens, noch was. Ja? Der Stick, das will ich an der Stelle nur mal erwähnen, ja? Der ist auch von einem YouTuber, ja? Auch ein Technik-YouTuber. Sag mal. PC-Check heißt der. Okay. Der checkt vielleicht bald deinen PC aus, weil der checkt PCs, heißt auch PC-Check. Ah, das sagt der Name PC-Check. Ja, richtig. Willst du ihn grüßen? Ja. Hey, ja. Der Vive, der ist noch gerade dabei hier als... Oh, oh. Der Moment der Wahrheit. Okay. Let's go. Epische Musik jetzt. Oh, er geht an, mashallah. Der kommt aber auch wirklich nochmal doppelt so geil mit den Adiletten daneben. Das stimmt, ja, das ist schon cool, ne? Wir müssen jetzt hier erstmal XMP enablen, weil sonst läuft dann RAM nicht auf 6000 MHz. Genau, damit sagen wir der CPU, die darf sich nicht mehr als 180 Watt genehmigen, was für diese CPU auf jeden Fall ausreicht. Ja. Okay? So. Nehmen wir an, ich drücke auf jetzt installieren, oder? Das wird sein. Nee, das ist falsch, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Du kannst Windows benutzen, ohne einen Product Key einzugeben. Du kannst dann manche Funktionen nicht nutzen, aber die brauchst du eh nicht. Aber ich... Drosselt der nicht runter nach ein paar Tagen?
Nee. Ich hab Windows immer nicht aktiviert. Da regen sich meine Zuschauer auch drüber auf. Du musst jetzt dein Land auswählen. Wir sind hier, ich bin extra nach Afghanistan gefahren. Ja. Pass auf, und jetzt kommt der Lifehack der Windows-Installation. Ja, jetzt nochmal für alle. Shift F10. Und dann gibt's OOBE, Backslash, dann Bypass, NRO. Perfekt. Und dann drückst du Enter. Mashallah, und jetzt hast du alles kaputt gemacht. Klasse. Ich fühle mich gerade wie so ein Hacker. Also was wir jetzt gemacht haben ist, also du musst jetzt kein Microsoft-Konto eingeben oder angeben, um die Windows-Installation fortzusetzen. Das ist ganz praktisch, weil eigentlich ist es total useless, dich in dein Microsoft-Konto einzuloggen. Achso, was du jetzt machst? Ja, was mach ich jetzt? Achso, der nächste Schritt ist, du öffnest jetzt Microsoft Edge. Mhm. Ja? Mein Lieblingsbrowser, ja. Und lässt dir jetzt einen anderen Browser runter. Dafür ist der Browser noch gut. Windows ist installiert, wir haben nochmal Cinebench draufgeknallt, wir haben HW Info draufgeknallt und gerade im Moment läuft der Cinebench Loop Test und wie man sehen kann, sind wir temperaturtechnisch bei irgendwas um die 70, 72, 73 Grad. Das heißt... Also eben haben wir gestartet und alles war rot. Ja, richtig. Eben haben wir gestartet, alles war rot. Das hier ist temperaturtechnisch auf jeden Fall das, was man sich eher wünscht. Und was sagst du zu der Lautstärke von dem PC? Nichts. Also wenn ihr gerade irgendwas hört, ist die Klimaanlage. Aber der PC, wenn ihr eben angemacht, ist krass. Einfach krass. Wirklich heftig. Und du hast nochmal eine neuere CPU. Nicht den 12.900K, sondern den 13.900K. Ja. Damit wirst du nochmal ein bisschen mehr Leistung kriegen. Und eine Wasserkühlung. Wo mir eigentlich gesagt wurde damals, die sind viel lauter, hol dir eine Luftkühlung. Nee. Bullshit. Ja. Ist nicht unbedingt der Fall. Also ich glaube, du hast insgesamt jetzt ein System, mit dem du da relativ zufrieden sein kannst. Ja. Nee, also, willst du noch irgendwas sagen? Schon das Ende jetzt, oder was? Ja, was sollen wir denn noch machen? Vielen Dank. Ich muss nach Hause, ich muss zu Mutti jetzt. Und am Ende bleibt mir nur zu sagen, ich habe das richtig gerne gemacht. Denn leider reagiert nicht jeder Content-Creator so gut darauf, wenn ich seinen Fertig-PC oder seinen selbstgebauten PC oder seinen PC-Partner in irgendeiner Form kritisiere. Aber ich kritisiere ja nicht, um irgendjemanden in die Pfanne zu hauen, sondern einfach, weil ich denke, es geht an manchen Stellen besser. Und hier ging es besser. Er hat meine Hilfe in Anspruch genommen. Das fand ich sehr cool. Momentan ist Vive ja sowieso im Umbau mit seinem Studio. Das übernimmt mein Kollege Ratun. Alle Videos zu dem Thema, die online sind zurzeit, die habe ich euch mal in der Videobeschreibung verlinkt, genauso wie den Kanal von Avive. Und jetzt könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, welcher Content Creator als nächstes vielleicht ein Upgrade gebrauchen könnte und was ihr von so einer Art Format haltet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen in nördlicher Richtung. Schaut auch gerne mal bei meinen letzten Videos vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao.